weiß echt nicht, wie ich jemanden wie dich mal gut finden konnte. Ich werde dafür sorgen, dass mein Kind vor mir keine Angst hat. Wir werden großartige Eltern. Ich bin immer für dich da, egal was du anstellst. Ich kann es nicht. Also, soweit ich mich erinnern kann, kannst du das sogar ziemlich gut. Weltklasseniveau, würde ich sogar fast sagen. Aber so einfach ist es nicht. Man kann es aber auch immer komplizierter machen, als es ist, oder? Max, ich könnte mich sofort wieder auf dich einlassen. Eine meiner leichtesten Übungen. Sag mich doch. Aber es wäre dir gegenüber nicht fair. Hey, hey, hey. Das Thema hatten wir doch schon. Ich kann es handeln, wirklich. Aber ich nicht. Zu diesem ganzen Chaos in meinem Leben. Mehr Komplikationen, das packe ich einfach nicht. Es tut mir leid. Ist schon okay. Wirklich. Dann lege ich mich jetzt wieder hin, okay? Klar. Schlaf später, gut. Du auch. Ich will Max nicht wehtun. Er ist so wichtig für mich. Aber ich fühle nicht dasselbe für ihn, wie er für mich. Und ich wünsche, das wäre anders. Dann wäre alles leichter. Aber ich bin in einen anderen Mann verliebt. Obwohl ich das nicht sein will. In den Vater meiner Tochter. In einen verheirateten Mann, der gerade glaubt, dass er sein erstes Kind erwartet. Das kann gar nicht gut gehen. Danke fürs Vorbeibringen und sagen Sie meinem Schwiegervater schöne Grüße. Was macht das denn hier? Es ist eine Überraschung von deinem Vater. Hat sein Nachbar gerade vorbeigebracht. Ich habe meinem Vater ganz klar gesagt, dass ich nicht mehr an meine Kindheit erinnert werden will. Das ist doch eine schöne Idee. Ach, schau mal, er hat sogar was dazu geschrieben. Wenn ihr schon mein Haus nicht annehmt, dann doch wenigstens die Wiege. Unfassbar. Sie ist seit Generationen in unserer Familie und deine Mutter hat sie extra für kommende Enkelkinder aufbewahrt. Ey, das ist so typisch für ihn. An mich kommt er nicht ran und dann zieht er schön die Karte mit meiner toten Mutter. Er weiß ganz genau, dass er mich damit immer kriegt. Naja, auf der anderen Seite, wenn es der Wunsch von deiner Mutter war. Also, ich finde den Gedanken ja schön, wenn sie auf diese Art und Weise eine Rolle im Leben unseres Kindes spielt. Komm schon, Alexandra. Mein Vater will einfach nur seinen Willen durchkriegen. Das Ding fliegt raus. So. Das können wir nicht machen. Natürlich können wir das. Wir geben es ihm einfach wieder zurück. Fabian, das ist ein Familienerbstück. Wenn auch jetzt nicht gerade das Schönste, aber das kann man ja ändern. Pass auf, Vorschlag. Ich restauriere das Teil, kaufe neue Bettwäsche dazu und dann machen wir einfach unsere eigene Familienwiege draus. Für unseren Sohn. Hm? Was sagst du? Hey Leo, heute Abend ist Schützenfest in Waldhausen. Hast du Bock mitzukommen? Dann hole ich dich nachher ab. Checkt er es nicht? Ey, ich hab wegen dir voll den Stress mit meiner Mom. Ich darf halt garantiert nicht mehr irgendwo hin. So what? Dann frag sie einfach nicht. Pass auf, ich bin in 5 Minuten bei dir. Kletter aus dem Fenster. Ich warte dann unten auf dich. Vergiss es! Ich mach bei deinem Scheiß nicht mehr mit! Leonie, kommst du? Ich würde gerne mit dir reden. Jetzt.
was wird das? Willst du beim Modelwettbewerb teilnehmen? Hm. Ja gut, für den ersten Platz reicht jetzt nicht, aber... Ach, Bianca. Schau mich an. Hm? Hm? Schau dir das an. Was für ein Bauch. Wie, wie ein Ball. Ich bin einfach aus der Form geraten. Ja, jetzt übertreib nicht. Ich habe mich schon lange nicht im Spiegel angeschaut, aber wenn ich das gewusst hätte, du... Ich konnte den Ofen auch rausnehmen. Ach, Bianca. Dein Vater ist einfach alt geworden. Ach. Solo vecchio. Schmarrn. Du bist der Mann im besten Alter und Italiener. Also perfekt. Glaubst du, ich werde irgendwann eine Frau finden, die mit mir ausgehen will? Hm? So kenne ich dich gar nicht. Du strotzt normalerweise vor Selbstbewusstsein. Was ist los? Ach, so stark bin ich nicht, wie alle denkt. Damals, als deine Mutter und ich geheiratet haben, wir waren sehr jung. Und deine Mutter Concetta und ich, das war für uns die erste Liebe, il primo amore. Wir kannten uns, wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Und als wir vor 10 Jahren dann geschieden sind, ihr war zu klein, die alte Post. Bianca, die Zeit ist so schnell vergangen und ich hatte überhaupt keine Zeit für eine Beziehung. Und jetzt, ihr seid so erwachsen jetzt. Papa, wir sind immer für dich da. Ich weiß. Aber ich fühle mich einfach... Manchmal allein. Ja, das verstehe ich. Wir alle wünschen uns jemand an der Seite, der uns liebt. Glaubst du, ich finde noch irgendjemand, der mich haben will, obwohl ich alt und runzelig bin? Alt und runzelig. Das bisschen Bauch und die paar Falten machen dich nur attraktiver. Komm her, alter Mann. Papa, du bist der herzensguteste, liebenswerteste Mensch, den ich kenne. Und ich bin mir sicher, dass du die Partnerin fürs Leben finden wirst. 100 pro. Tut mir leid, dass ich vorhin so ausgeflippt bin. Es ist nur... Seit der Sache mit Basti finde ich irgendwie alles scheiße. Und das verstehe ich ja auch. Und mir ist auch klar, dass es schwierig ist, außerhalb von Bastis Clique neue Freunde zu finden. Was sind denn in der Schule? Sind da keine coolen Leute? Ich sag keine Ahnung. Auch so ein bisschen Smalltalk in der Pause habe ich damit noch mit keinem näher Kontakt gehabt. Okay, was hältst du davon, wenn wir dir eine Schuleinstandsparty schmeißen? Ja. Ohne Scheiß, da lernt sie Leute besser kennen als in ein paar Minuten auf dem Schulhof. Ey. Gar keine blöde Idee. Aha. Supermom. Ja, Supermom. Dann lass uns mal nicht über die Cupcakes an meinem 11. Geburtstag reden, ne? Was? War ein sehr trauriger Küchenunfall. Aber
Du weißt schon, dass Flame dann auch zur Party kommen würde, oder? Also, der ist ja auch in meiner Stufe. Leo, ich habe gar nicht vor, dir diesen Typen auszureden. Würde auch gar nichts bringen, davon mal ganz abgesehen. Aber ich bin kein Fan. Aber ich vertraue dir, dass du unterscheiden kannst, was falsch und was richtig ist. Ja, die Aktion mit den Eiern war echt eine Scheißaktion. Und Grenzen auszuloten in deinem Alter ist auch ganz normal. Frag mal Oma, was ich damals... Aha. Ja, da werde ich Oma auf jeden Fall mal fragen, was du damals... Jedenfalls hast du das Auto von deinem Lehrer versaut und jetzt ist es deine Aufgabe, das auch wieder sauber zu machen. Das habe ich so mit dem Pullmann abgesprochen. Ja, klar. Mache ich auf jeden Fall. Morgen nach der Schule, ja? Ist da sonst noch irgendwas? Danke, dass du so cool mit meiner Scheißaktion umgehst. Ja. Mhm. Dich bei Brot und Wasser in den Keller zu sperren, das war mir irgendwie zu anstrengend. Mhm. Treppe rauf, Treppe runter. Ha 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 ha.